Willkommen zum F&W Börsencocktail. Heute haben wir als Gast Matthias Henny von Baloise. Er ist dort der Chief Investment Officer. Was kriegen Sie heute von uns? Sie kriegen einen langfristigen Aktientipp. Wir sagen Ihnen ziemlich genau, wo der Aktienmarkt hingeht, wo die Zinsen hingehen und was das für die Immobilien bedeutet. Zuerst der langfristige Aktientipp. Das ist ein Unternehmen, das kennen Sie vielleicht. Vielleicht sind da einige von Ihnen schon investiert. Ich hoffe es, weil die Aktien liefen schon ziemlich gut. Es handelt sich um General Electric, um GE. Das ist ein Unternehmen, hat eine große Tradition, hatte dann eine Riesenkrise und war schon fast abgeschrieben. Jetzt aber in den letzten Jahren haben die wirklich einen tollen Job gemacht. Die hatten ein paar Spin-offs, einer ganz besonders, GE Healthcare. Finanz und Wirtschaft empfiehlt die Aktien jetzt auch schon seit über einem Jahr. Ich selbst habe sie in meinem F&W-Portfolio, das ich Ihnen auch ab und zu ans Herz lege, im letzten Quartal alleine 20% gewonnen. Jetzt ist aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. GE hat es wirklich im Griff, die Aktien sind noch nicht überbewertet und es gibt noch mal einen Trigger und dieser Trigger wird die Abspaltung von GE Vernova sein. Die kommt Anfang vom nächsten Jahr und ich erwarte, dass im Vorfeld und auch noch danach noch mal ein Schub in die Aktien kommt. Das ist nicht mehr das Unternehmen von Jack Welch, dem legendären Chef von GE von damals. Es ist ein ganz anderes Unternehmen, aber nicht weniger interessant für die Anleger. Ich investiere im Moment weiter in General Electric. Matthias, jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Teil und das ist grundsätzlich der Aktienmarkt, aber der Aktienmarkt, der hängt im Moment extrem an den Zinsen. Und da fragt sich so ein bisschen, gehen die Zinsen noch viel weiter nach oben oder sehen wir den Dreh und später dann auch mal Zinssenkungen bereits? Ich glaube, die USA ist immer noch so ein bisschen der Leitmarkt, gefolgt von Europa und dann der Schweiz. Vielleicht zuerst mal die USA. Wo siehst du die Zinsen in den USA? Also wir gehen davon aus, dass es jetzt das Ende ist des Zinserhöhungszyklus. Wir sind ja jetzt bei einem Band von 5,25 bis 5,5%. Die Inflation ist deutlich zurückgekommen. Und auch die Arbeitsmarktdaten, die Arbeitslosenquote ist kürzlich von 3,5 auf 3,8% gestiegen. Das hilft natürlich in der Inflationsbekämpfung. Deswegen gehen wir nicht davon aus, dass es da noch zu einem weiteren Schritt kommen wird. Gilt das Gleiche für die Schweiz? In der Schweiz ist die Inflation bei 1,5%. Das ist eigentlich innerhalb von diesem Preisstabilitätsbandes drin. Wir rechnen aber gegen Ende Jahr, dass die Inflation noch ein bisschen anziehen könnte. Wir haben verschiedene spezielle Effekte, wie höhere Mieten, höhere Krankenkassenprämien, höhere Strompreise. Aber wir denken, dass mit einem Leitzins von 2% die Inflation da kontrolliert werden kann. Und das würde bedeuten, noch einen Zinsschritt von 25 Basispunkten. Hast du auch eine Prognose, wenn die Zinsen dann wirklich wieder runterkommen? Sagen wir in Amerika, ich nehme an, da wird es zuerst passieren, oder was denkst du? Wir rechnen nicht in absehbarer Zeit mit einer Zinssenkung, weil das wäre ein anderes makroökonomisches Szenario. Das wäre dann eher, wenn es in eine Rezession gehen würde, dass man wieder Zinsen senken würde. Aber das ist im Moment nicht unser Szenario. Also das heißt, es wird noch eine Weile dauern. Ich bin mir da sehr unschlüssig, weil ich weiß nicht genau, wo der Aktienmarkt hingeht, wie der reagieren wird, dass es wahrscheinlich eine längere Phase von höheren Zinsen geben wird, auch wenn wir jetzt bald mal wissen, dass es das war. Was meinst du, was bedeutet diese Zinslage für den Aktienmarkt? Also grundsätzlich ist ein Ende der Zinserhöhungen ist Good News für die Aktienanleger. Allerdings muss man sagen, ist auch schon einiges eingepreist in den jetzigen Aktienkursen. Wir haben dieses Jahr eine relativ starke Erholung gesehen. Also ein großer Teil der Verluste vom letzten Jahr konnte wieder aufgeholt werden. Und das ist doch einigermaßen erstaunlich, wenn man sieht, welche Probleme sich die letzten 18 Monate aufgetürmt haben. Von daher sehen wir jetzt kurzfristig wenig Luft nach oben für den Aktienmarkt. Mit Obligationen bzw. Bonds kann man ja im Moment auch richtig Geld verdienen. In Amerika Corporate Bonds 6% ist kein Problem. Sogar in der Schweiz gewisse Corporate Bonds mit guter Qualität 2,5%. Da fragt man sich dann wirklich, soll man überhaupt noch in Aktien investieren und wie viel? Oder sind Obligationen plötzlich das Ding, das man haben muss? Also gut, Obligationen haben natürlich an relativer Attraktivität gewonnen durch den Zinsanstieg. Das ist sehr offensichtlich. Über die letzten 10 Jahre hatten wir ja negativ Nullzinsumfeld und da führte kein Weg an Aktien vorbei. Allein mit der Dividendenrendite hatte man 3, 4% mehr, als wenn man in Cash oder in Staatsanleihen investiert hatte.
Jetzt gibt es regionale Unterschiede. Man hat jetzt eine andere Situation. In der Schweiz zum Beispiel hat man immer noch eine höhere Dividendenrendite als eine Bondrendite, anders in den USA und in der Eurozone. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, zumindest aus Privatanlegersicht, wenn ich in Bonds investiere. Gerade in Amerika, okay, 6%, aber dann weiß ich nicht recht, was mit der Währung passiert. Soll man das einfach ausblenden oder muss man das berücksichtigen? Also wenn Sie natürlich nur die Zinsseite anschauen, 6%, das tönt natürlich sehr interessant, aber gleichzeitig gehen Sie ein riesiges Fremdwährungsexposure ein und allein die Absicherungskosten machen die Mehrrendite wieder wett. Aus dem Grund ist die Sicht aus Schweizer Franken nach Währungsabsicherung immer entscheidend. Jetzt gehen wir wieder zum Aktienmarkt kurz zurück und bleiben bei der Schweiz. Da haben wir das Währungsrisiko nicht, auch bei den Aktien. Prognose. Ich brauche jetzt eine Prognose und zwar, sagen wir mal, für die nächsten 12 Monate. Sie waren ein bisschen zurückhaltend, so für die Mittelfrist. 12 Monate ist immer noch eher mittelfristig. Was können wir erwarten? Also wie gesagt, die Luft nach oben ist irgendwo beschränkt, weil es schon sehr viel eingepreist ist. Aber wir rechnen mit einer Performance im, sagen wir, hohen einstelligen Prozentbereich für die nächsten Monate. Hoher einstelliger Prozentbereich. Okay, das ist nicht schlecht, ist jetzt aber nicht eines der Rekordjahre. Woher kommt denn, abgesehen von den Leitzinsen, diese Zurückhaltung? Liegt es da an China? Liegt es daran, dass man nicht recht weiß, ob es ein Soft- oder Hard-Landing gibt? Oder was beschäftigt uns denn so, dass wir nicht mehr erwarten können? Ja gut, also es gibt verschiedene Faktoren. Also die Zinsen sind mal das eine. Also die Unternehmensgewinne, die werden über Zeit unter dem höheren Zinsniveau natürlich leiden. Dann die geopolitischen Spannungen, die wir natürlich haben. Das erhöht die Risikoprämien weltweit. Und daher schauen wir die Aktienbewertung. Ich meine, wir sprechen über Bewertungen über fast Allzeithöchststände, oder? Also rein aus einer Bewertungssicht sehen wir nicht allzu viel Potenzial. Ich möchte noch ganz kurz noch mal auf China zurückkommen. China ist für mich so ein bisschen ein undurchsichtiges Spiel. Wir haben jetzt da eine wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosenrate. Wir haben einen Immobilienmarkt, der in der Krise ist. Die Wirtschaft wächst nicht mehr so richtig. Und wir haben gesehen, wie es nach der Pandemie war, wenn China nicht richtig funktionierte mit Lieferengpässen etc., dann hat uns das auch gestört. Und jetzt im Moment reden wir so ein bisschen von einer Abkopplung von China, die gehen ihren eigenen Weg und es scheint uns nicht mehr ganz so stark zu interessieren. Sollte es denn oder gehen wir unseren eigenen Weg? Nein, es sollte uns sehr interessieren natürlich. Ich meine, China ist weltweit die zweitgrößte Wirtschaftskraft. Sie haben die Wachstumsraten genannt, die sind zurückgekommen, klar. Wir sprechen jetzt nur noch über 5% statt 9% wie in der Vergangenheit. Aber 5% bezogen auf das heutige China. Und wenn man das einfach mal ausrechnet, wie groß der absolute Wachstumsbeitrag ist, das ist mehr als das Bruttosozialprodukt der Schweiz. Also das heißt, China wächst auch heute noch um eine Schweiz jedes Jahr. Also weiterhin ist das der Weltwirtschaftsmotor. Und der ist natürlich ein wenig ins Stottern gekommen. Also es wurde angesprochen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist mittlerweile über 20%, wird mittlerweile auch gar nicht mehr publiziert. Das hilft auch nicht unbedingt, um Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig haben wir den Immobilienmarkt, der am Korrigieren ist. Und das hat dann meistens auch Auswirkungen auf das Finanzsystem. Das Finanzsystem ist jetzt nicht so verflochten mit dem globalen Finanzsystem. Von daher erwarten wir jetzt nicht, dass sich das großflächig ausbreiten wird. Aber einfach nur, wenn China weniger wächst, bedeutet das natürlich auch für die Schweizer Firmen, die nach China exportieren, dass weniger Wachstumsmöglichkeiten da sind. Und China ist für die Schweiz der drittgrößte Absatzmarkt hinter den USA und Deutschland. Also auch direkt wirklich wichtig für die Schweiz. Jetzt möchte ich doch noch wissen, wir haben einen verhaltenen Ausblick für den Aktienmarkt im Moment. Irgendwo wird dann aber ein Trigger herkommen, dass es wieder so richtig losgeht im Aktienmarkt. Wird der aus China kommen, weil sich da die Lage verbessert, oder siehst du das irgendwo anders her? Und was ist es? Also es gibt verschiedene mögliche Trigger, die dem Aktienmarkt noch Rückenwind verleihen könnten. China oder ganz allgemein ein Rückgang der geopolitischen Spannungen würde sicher helfen, damit die Risikoprämien zurückgehen. Dann vielleicht irgendwo ein unerwarteter Rückgang in der Inflation.
Oder vielleicht auch das ganze Thema Artificial Intelligence. Bisher ist das von der Anwendung her ziemlich eingeschränkt. Aber wer weiß, vielleicht wirkt sich das plötzlich in einen riesigen Produktivitätsgewinn bei verschiedensten Branchen aus und verhilft da dem Aktienmarkt zu neuem Wachstum. Es gibt durchaus einige Trigger, die kommen könnten, damit es dem Aktienmarkt wieder besser geht. Das ist ja schon mal, das sind schon mal Good News, würde ich sagen. Ja, absolut, ja. Fragt sich, was für News sind denn die ganzen Sachen für den Immobilienmarkt? Das interessiert uns natürlich auch. Die Zinsen sind recht hoch. In Amerika zahlt man 7% für eine Hypothek. Bei uns steigen sie auch wenn die Marktzinsen so ein bisschen wieder zurückkommen. Aber man macht sich so ein bisschen Sorgen über einerseits die Hypothek, andererseits den Immobilienmarkt per se. Wie sieht es da aus? Also Immobilienmarkt hat natürlich auch profitiert von diesem negativen Nullzinsumfeld. Die Immobilienpreise sind teilweise sehr stark angestiegen. Wir beobachten jetzt eine Normalisierung des Immobilienmarktes, was ja grundsätzlich eine gute Nachricht ist. Und in so einer Situation kommen natürlich die Fundamentalfaktoren wieder ins Spiel. Und diese sind für den Schweizer Wohnungsmarkt durchwegs positiv. Also wir haben eine hohe Einwanderung in die Schweiz, das führt zu Nachfrage. Wir haben weniger Bautätigkeit als in der Vergangenheit. Also eine hohe Nachfrage trifft auf ein reduziertes Angebot. Und dazu kommen noch Effekte wie der Anstieg des Referenzzinssatzes, der jetzt zum 1. Oktober effektiv wird. Also sind verschiedene Faktoren, die sehr positiv sind für den Schweizer Wohnimmobilienmarkt. Das hört sich soweit ganz gut an. Ich würde sagen, ich fasse mal kurz zusammen. Das sind ja keine schlechten Nachrichten. Aktienmarkt in den nächsten 12 Monaten, hoher einstelliger Prozentbereich. Bonds sind wieder interessant, auch für den Privatinvestor, vor allem auch in Franken, weil man da kein Währungsrisiko hat. Und falls Sie sich Sorgen um Ihre Immobilie machen oder darüber nachdenken, ob Sie eine Immobilie kaufen sollen, machen Sie sich die Sorgen nicht, weil es sieht sehr stabil aus. Ich würde sagen, Matthias, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Falls ihr Kommentare habt, einfach sagt es uns und wir gehen drauf ein beim nächsten Mal im Cocktail. Dann tschüss zusammen. Danke.